Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Final Fantasy 7. Junon bietet noch ein paar weitere Sachen und die werden wir uns auch alle mal in Ruhe anschauen. Bist du sicher, dass das in Ordnung ist? Nickerchen im Dienst? Ah, vergiss es, so angeschlagen bin ich nun auch nicht. Besuch uns bald wieder. Und ich habe gar nicht gesehen, dass hier ein Speicherpunkt war, sonst hätte ich das bereits vor der Folge gemacht. Tut mir leid, aber ich glaube, die paar Sekunden werden hier niemanden umbringen. Von daher machen wir das mal ganz fix. So. Okay. Dann, nur um sicher zu gehen, mache ich das Spiel mal ein bisschen lauter gerade. Okay. Dann schauen wir uns doch hier mal um. Gibt es hier vielleicht irgendwas in den Schränken? Hier komme ich... Nee, auch nicht. Auch nicht. Okay. Sieht aber mal nach einem relativ geräumigen Hotel aus, muss ich sagen. Bitte, komm herein. Willkommen. Bitte geh zur Theke. Okay. Es gibt viele Läden in Junon. Wenn wir es nicht tun, können wir nicht konkurrieren. Aber mich wurmt, dass die Mädchen mehr verdienen als ich. Huh, okay. Was verkaufst du denn? Ach, Substanzen und dann auch welche, die alle ziemlich alt sind und ich schon besitze. Oh, nee, danke, dafür habe ich gerade keine Verwendung. Ein Lächeln bekommst du umsonst. Kauf nur, Süßer. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was die so verkaufen. Bitte geh zur Theke. Jojo, weiß Bescheid. Vielen Dank. Okay. Was geht hier oben? Ich war mal ein Soldat. Nachdem ich ging, habe ich diesen Laden eröffnet. Aber um die Wahrheit zu sagen, wäre ich lieber unten im Laden. Tja, so ein Pech aber auch. Und du hast einen Zubehörladen. Und hier gibt es die Silberbrillen und Kopfbänder. Anti-Schlaf und Anti-Dunkelheit. Dunkelheit sorgt halt dafür, dass man blind ist sozusagen. Und dass die ganzen physischen Angriffe, glaube ich, zu 99% oder sowas, auf jeden Fall eine unglaublich hohe Chance, immer daneben gehen. Also ziemlich scheiße. Und es ist übrigens auch ein praktischer Zeitpunkt, denn es kommen jetzt schon sehr bald Gegner, die genau solche Angriffe machen. Sogar ziemlich bald. Und von daher, ja, zwei Silberbrillen und ein Kopfband, glaube ich, sind gar nicht so verkehrt. Wir haben ja auch eh ein paar Sachen, die wir verkaufen können. Der Zauberkamm, ich weiß nicht, ob das jetzt der bessere ist, den ich letztens gewonnen habe für Reds, oder ob das schon ein anderer ist. Oh, ich gehe mal hier auf Nummer sicher und verkaufe es nicht. Denn die alte Waffe von Juffy können wir auf jeden Fall verkaufen. Und den Angriff 12 Shinra, nee, den behalten wir mal. Okay, ansonsten, wie sieht es bei den Eltern aus? Ich kann mal wieder drei verkaufen. Ich will immer ein bisschen Kohle parat haben. Und ansonsten... Nö, nichts Neues, okay. Dann können wir ja wohl wieder beruhigt rausgehen. Und schauen uns im nächsten Gebäude um. Mein Gott, hier gibt es aber auch so viel zu entdecken. Was geht hier? Hey, bist du nicht noch im Dienst? Ich weiß, ich darf dir eigentlich gar nichts sagen, aber... Ich meine, du hängst ja auch nur rum. Werd kein friedvergessener Arbeiter wie ich. Hä? Ah, Geschwindigkeit, da haben wir's. Sehr, sehr geil. Was Geschwindigkeit erhöht, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht ernsthaft sagen, oder? Das Geschick natürlich. Und damit auch die Geschwindigkeit im Kampf, also die ATB-Leiste füllt sich schneller. Und die Trefferwahrscheinlichkeit ist natürlich auch erhöht. Und noch so ein 1,35er Soldat. Was geht hier? Es ist so eine Schande. Und sie haben mir gesagt, sie hätten mich für diese Reise in ein 5-Sterne-Hotel gebucht. Ja, 5-Sterne-Hotel sieht das nicht aus. Und nein, ihr könnt nur an so einem Ort schlafen, hat er gerade gesagt. Tja. Du hast Probleme. Also ein stinkreicher Shinra-Manager, der einfach mal ein Arschloch ist. Also nichts Neues. Und halt, ich hing gerade irgendwie fest. Ich kam da nicht ganz raus. So. Ah, jetzt geht's. Okay. Was geht hier? Hier gibt's wohl Getränke? Accessoires? Accessories steht da hinten. Oh, willkommen. Wir haben zurzeit nichts Besonderes hier. Ich habe die letzte Bestellung etwas verfuscht, aber du kannst dich gerne umschauen.
Nichts besonderes Waffengeschäft. Hey! Mithril-Säbel immer noch schlechter als die Waffe, die wir damals vor Ewigkeiten im Shinra-Hauptquartier geklaut haben. Kanonenkugel auch schlechter, Mithril-Klaue auch schlechter, Vollmetallstab auch schlechter, Mithril-Clip auch schlechter. Von daher, nichts kaufen. Und ich glaube, sonst gibt's ja auch nichts zu entdecken. Ach, Weapon Accessory, ja, okay, jetzt macht's Sinn. Und mehr gibt's ja auch nicht zu entdecken, von daher gehen wir wieder ein bisschen weiter. Wir merken schon, Junon ist eine ziemlich große Stadt. Für bisherige Verhältnisse auf jeden Fall ziemlich groß. Klar, Midgar war noch viel, viel größer, aber naja. Na, sind wir jetzt beim Flughafen? Also gut, es ist Zeit. Achtung! Präsident Rufus ist eingetroffen. Das ist es. Empfang mit militärischen Ehren in Junon. Macht es richtig. Macht es mit Enthusiasmus. Fertig. Und auch je nachdem, wie man sich hier anstellt, genau das entscheidet dann nämlich, was ihr für eine Belohnung danach bekommt. Und übrigens, es ist nicht mein Wunsch, es perfekt zu machen. Von daher werde ich gleich einmal verkacken. Das war ein bisschen spät. So, soweit ist okay. Ich möchte auf jeden Fall über 60 kommen. Solange ich über 60 komme, ist alles gut. Aber ich möchte nicht 100. Ich bleib einfach mal stehen. Ich mache mal gar nichts mehr. Von daher ist vielleicht ein bisschen stumpf, aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht total gut sein. In Ordnung, jetzt ein starker Endspurt. Spezial! Und selbst das verkacke ich, mit Absicht, wie gesagt. Und was sagt er? Sehr unterhaltsam, macht weiter so. Hier ist ein Sonderbonus für dich. Ein Zeichen der Güte des Präsidenten. Vergiss es nicht. HP plus Substanz erhalten. Was die genau macht, erklärt zwar ein wenig der Name, aber naja, dazu später. Und da gehen sie alle. Wenn erst bekannt ist, dass Sephiroth hier ist, werden Cloud und seine Freunde auch hier auftauchen. Schon da. Wir zermalmen sie, sobald wir sie finden. Sie dürfen uns nicht in die Quere kommen. Überlassen Sie das mir, Sir. Habe ich dir nicht gesagt, nicht mehr so blöde zu lachen? Ja. Er lässt seine Wut immer an anderen ausläuten, das liegt nicht an uns. Okay, wegtreten! Das war knapp. Heidegger ist in der Zeit ziemlich gereizt. Weil Hojo verschwunden ist und ein Rücktrittsschreiben hinterlassen hat. Ah, okay. Heidegger wurde gezwungen, sich auch um diese Untersuchung zu kümmern. Hey, ich dachte, es hieß wegtreten. Wir müssen etwas aufräumen. Beeil dich! Aufräumen? Wisst ihr was, Leute? Ich hab da keinen Bock drauf. Von daher, ich will hinterher. Ab auf dieses Schiff. Sie können mich mal aufräumen. Wir überqueren das Meer zum neuen Kontinent. Selbst wenn wir Shinra-Uniformen tragen.
Und damit sind wir jetzt auf diesem Frachtschiff. Und überqueren das Meer. Ist das nicht schön? Ach ja, romantisch. Ein bisschen langsam vielleicht für Final Fantasy Verhältnisse, aber man kommt immerhin von A nach B. Und nein, ich steuere gerade nichts, das läuft automatisch ab. Geile Mucke. So, und damit sind wir jetzt auf diesem neuen Schiff unterwegs. Und wir können mal eben die Substanz anschauen, die wir jetzt gerade bekommen haben. Ich gehe jetzt mal dafür Erde weg. HP Plus erhöht nämlich die maximalen HP. Ich glaube, der Name ist ziemlich selbsterklärend. Und auf der ersten Stufe bereits um 10% mehr HP. Das heißt, bei 751 habe ich jetzt 845 HP. Und das bei jeder einzelnen Stufe steigt natürlich diese Prozentanzahl. Und je mehr HP man selber schon hat, desto mehr können diese Prozente natürlich anrichten. Hätte ich unter 60... Und unter 60 Punkte bekommen, gerade eben bei dieser Parade, hätte ich ein Silberglas bekommen. Von daher scheiß drauf, ne? Diese Brille bringt mir dann auch nichts. Und vor allem, ich habe jetzt gerade schon zwei gekauft. Und hätte ich 100 gehabt, hätte ich ein neues Schwert für Cloud bekommen. Aber die HP Plus Materia Substanz ist meiner Meinung nach doch die bessere Belohnung. Ja. Oh, da unten ist eine Truhe, hätte ich doch fast übersehen. Sehr gut versteckt mal vergleichsweise. Und ein Äther, dankeschön. Ja. Ich arbeite schon verdammt hart und du willst, dass ich noch mehr tue? Der neue Präsident ist vermutlich auch nicht anders. Der wird uns eh nur rumkommandieren. Schiffi! Ah! Darum hasse ich Schiffe. Hey Cloud, hast du ein Beruhigungsmittel? Hier, nimm das. Danke, ekelhaft ist das bitter. Wo sind die anderen? Ich weiß nicht. Verstecken sie sich nicht irgendwo hier? Wie soll ich das wissen? Ihr geht's. Ich glaube, Joffy ist sehr krank. Und deswegen kommen wir nicht an diese verdammte Substanz da hinten. Miese Joffy. Hey, ich bin Aris. Hey Cloud, hast du das Luftschiff in Yunnan gesehen? Ich habe gehört, dass es groß sein soll. Aber ich dachte nicht, dass es so groß sein würde. Das ist wirklich ein Ding. Hey, glaubst du, ich könnte auch rauf? Ich nehme dich irgendwann mit. Gib die Hoffnung nicht auf. Wow, ich freue mich richtig drauf. Das ist schön, das ist sehr schön. Hey, mach dich an die Arbeit. Sowohl der neue Präsident Rufus als auch Heidegger befinden sich an Bord des Schiffes. Wenn wir gut sind, werden wir befördert. Versuch bloß nicht, mich zu stoppen. Okay, ich zeig dem neuen Präsidenten, wer ich bin. Ja, mach das mal, mein Freund, mach das mal. Jeder hat sein Hobby. Und ich glaube, wir gehen am besten nochmal hier diese Treppe hoch. Wenn wir das mal hinkriegen. So, jetzt aber. Dann wollen wir nochmal unsere anderen Kameraden suchen, die hier auch wahrscheinlich alle irgendwo verstreut sind auf diesem Schiff. Jawohl, Sir. Es ist alles ruhig, Sir. Aber weißt du was? Ich kann diese Uniform nicht ausstehen. Uniform, Soldaten, Krieg, all das kann ich nicht ausstehen. Sie nehmen dir all die Sachen und Menschen weg, die du liebst. Ich wünsche, sie würden alle verschwinden. Nicht wahr, Cloud? Ja. Du hast recht. Ah, jawohl, Sir. Ich werde weiter auf Wache bleiben, Sir. Oh, süße Tiefe. Ich frag mich, wie das geschafft hat, diese Dinger in die Uniform... Ja, ich bin schon ruhig. Kletterst du mal runter? Mein Gott. Präsident Rufus und seine Männer befinden sich auf der Brücke des Schiffes. Wenn du nicht auf der Hut bist, lassen sie dich hochgehen. Hey, was ist los, Mann? Du hast echt keinen Pep. Ein Seemann muss Pep haben. Irgendetwas fehlt. Hey, was heißt das fehlt? Ach, einer, der auch noch ein paar Sachen verkauft, ist doch nett. Tränke und Phönixfeder, wow. Und ich bin müde? Ich habe genau das Richtige. Unsichtbares Alpha. Ein super Getränk für Seemänner. Ein Becher und du bist wieder im Munde. Sind nur 552 Gel. Warum nicht? Danke, okay, für einen Seemann ist das eine Notwendigkeit. Ein Seemann braucht sowas. HP MP wiederhergestellt. Okay, 250 Gel.
Bist schon arschviel, wenn du mich fragst. Naja, egal. Oh Mann, wir haben es fast zur Costa del Sol geschafft. Wenn ich dort ankomme, werde ich mir meinen wohlverdienten Urlaub nehmen. Vielleicht gehe ich runter an den Strand und lege mich etwas in die Sonne. Mach das. Ich bin's. Red 13. Mir ist ein bisschen schwindelig, aber erwischen sollen sie mich nicht. Menschen gucken eben nur auf das Äußere. Wie man es auch betrachtet, ich würde sagen, ich gebe einen guten Menschen ab. Du hast da einen Schwanz. Ja, du bist ein Top-Mensch. Oh, Red. Vor allem, man merkt richtig, dass du perfekt jemand eine Figur bist, die auf jeden Fall normalerweise immer auf zwei Beinen läuft. Oh Gott. Das ist aber auch eine Chaos-Truppe, die ich hier angeschleppt habe. Schon beeindruckend genug, dass Red es überhaupt geschafft hat, sich in eine Uniform zu zwängen. Irgendwie. Naja. Ach, und ich darf jetzt nicht weiter. Ah, ich verstehe. Na gut. Dann müssen wir wohl wieder runter. Was übersehe ich? Komme ich irgendwie hier zu dieser Treppe? Zu der da unten? Irgendwie finde ich gerade keinen Weg dorthin. Irgendwas muss ich übersehen haben. Hey Cloud, hast du Barrett gesehen? Ich hoffe, er stellt keine Dummheiten an. Hast du noch mehr zu erzählen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Sophie, weißt du was? Irgendwie Spezielles? Dann suchen wir mal weiter nach Barrett. Ah, jetzt komme ich natürlich nicht weiter, weil der Cam den Weg versperrt gleich. Jetzt aber schnell, bevor er wieder hochrennt. Nein, schnell. Wo kann Barrett sich nur aufhalten? Ah, jetzt können wir hier weiter. Okay, verstehe. Oh, Barrett, du bist so unauffällig. Schau, Cloud, es sind Rufus und Heidegger. Sie sind so nah und doch können wir nichts antun. Ja, stimmt schon. Wäre grad praktisch. Wie kann er einfach so lachen? Wegen ihm, Bix, Wretch, Jesse. Gott, ich halt's nicht mehr aus. Ich mach das jetzt und hier. Notfall. Alarm. Es wurde eine verdächtig aussehende Person gesichtet. Alle ohne besonderen Auftrag durchsuchen das Schiff. Bei Festnahme sofort Bericht erstatten. Ich wiederhole. Es wurde bla 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 bla. Verdammt, haben Sie uns gefunden? Hey, das sieht nicht so aus, als ob wir gemeint sind. Meinen Sie vielleicht Tifa und die anderen? Beweg deinen stacheligen Hintern und lass uns gehen, Cloud. Wieso stellst du dich so seltsam hin? What the fuck? Was zum... Warum stehst du da so? Sieht das behindert aus, aber okay, du wirst schon einen Plan haben. Oh oh, die Melodie verrät gar nichts Gutes. Was ist hier los? Ah, alle Mann sind da. Sehr gut. Alle in Ordnung? Alles in Ordnung. Hä? Es sind alle da, oder? Hey, warte. Meinst du nicht, dass dieser verdächtige Typ... Sephiroth? Wirklich? Wie zum Teufel soll ich das wissen? Lasst uns das herausfinden. Das ist doch das nächstliegende. Also, wer geht? Ich nicht. Ich kann Sephiroth sowieso nicht ausstehen. Außerdem, Jaffi will nicht? Jaffi will? Hallo? Mitkommst du? Wir nehmen wir noch mit? Wär's nötig? Die gute alte Tifa. Ja, warum nicht, ne? Okay. Sephiroth. Okay, dann los. Diese Kleider sind mir zu eng. Können wir tauschen? Ach, jetzt kann ich das Team, wenn ich mich umentscheide, doch noch umtauschen. Das ist doch nett gemeint. Gut, dann würde ich mal an der Stelle sagen, ob Sephiroth wirklich auf dem Schiff aufgetaucht ist, erfahren wir es gemeinsam nächstes Mal, wenn es mal wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7.
Mein Name ist Alex. Bis dann!